Kostlik. Hallo, mein Name ist Markus Bovin. Ich war mitbegleitend für die Security von Markus Heinz zuständig. Markus Heinz ist vor einer gefühlten Stunde ziemlich brutal am Alexanderplatz von der Polizei verhaftet worden. Das Ganze ist so oft abgelaufen, dass die Polizei alle Straßen, so wie ich das mitbekommen habe, abgeriegelt habe. Die waren eingekesselt, sodass Markus Heinz sich entschieden hat, er möchte zu einer bestimmten Stelle in der Nähe vom Saturn den Platz verlassen. Wir also mit ihm. Ich war für hinten links zuständig. Wir waren gefühlte 5 bis 10 Meter vor der Absperrung der Polizei. Wir haben schon gesehen, dass sie sich verdichtet haben. Also man hat es quasi kommen sehen. Was wir nicht haben kommen sehen, sind mehrere Polizisten, Minimum 3 Stück, mehr kann ich nicht sagen dazu, die in meinem linken Rücken sich sofort auf Friederike und Markus gestürzt haben. Also wie auf ein wildes Vieh haben sie zu Boden gerissen, niedergestreckt. Die Bilder kennen wir zu Genüge von der Berliner Polizei. Nur dass es noch heimtückischer war, als ich es jetzt mitbekommen habe, weil wir wurden nicht angehalten. Es wurde auch nicht gesagt, was vorgeworfen wird. Er wurde wie ein Stück Vieh niedergerissen und sofort verschleppt in einen Mercedes-Transporter, den wir versucht haben aufzuhalten, was uns nicht möglich war. Und dann ist er weggefahren worden. Und das ist passiert. Und das ist die Rumänien 1970. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Danke.